Hallo Leute, ja, wir sind hier wieder in Dwarf Fortress. Ich habe ja letztes Mal ganz viele Sachen gemacht wahrscheinlich und jetzt sind wir dran. Wir wollten Holz fällen, das wird hier draußen hoffentlich gemacht. Ich sehe jetzt gerade jetzt war kein, doch da ist die Axt dran, das heißt, das ist an. Wir haben dann Zimmer unten verändert, die wir noch weiter bearbeiten müssen, weil hier sind noch gar keine Betten drin. Das sollten wir vielleicht mal als nächstes Angriff nehmen, damit wieder ein Schlafraum ist, weil wir draußen ja jemand hatten, der draußen geschlafen hat. Das ist also nicht so positiv. Das bedeutet, wir sollten jetzt mal schauen, dass wir Furniture, Beds, create those on an uneasy toy boat. She claims it as an Hela Loom in the name of the family until Thor at here. Okay. Gut, da haben wir dann ein tolles Ding gemacht. So, wir wollen das machen, wir wollen das machen. Und wir machen das hierhin. Und da haben wir jetzt Chestnut, Almond, Wood. Aber es sind keine Qualitäten hier, oder? Ah, doch, hier sehe ich sie. Jetzt ist wieder die Frage, was ist die höchste Qualität, ne? Chestnut, 3. Tante Mimi hatte mir das bestimmt schon geschrieben. Ich glaube, das Sternchen ist auf jeden Fall das Beste, oder? Ich mach das mal einfach mit den Sternchen jetzt dahin. Cancel Construction. Das war irgendwie nicht richtig. Ich habe irgendwo hingeklickt und nicht gemerkt, wo. Das ist schon passen. Also ja. So, das daneben. Chestnut Bed. Das sind nur noch Plusbetten. Hier sind noch Sternchenbetten. Ah, ich sehe schon, das Logo muss noch gespielt werden. Ihr seid gleich wieder mit dabei. So, die Betten sind hier schon mal gesetzt. 6 Stück sind es dabei. 7, 8, 9, 10. Okay, da sind 2 drin. 11, 12, aber. Das nicht. Also hier müssen wir eins dumpen von, oder? Beide sind die gleiche Qualität. Dann hau eins raus. Ah, hier ist jetzt ein Minus dran, ne? Da auch. Ich müsste jetzt schnell gucken, wo ich sehe, wie die Qualitäten sind, ne? Tja, weiß ich auch nicht auf der Schnelle. Ich suche mal schnell. Aber Sternchen waren noch nicht mal so gut. Die drei Linien sind noch besser, aber die Sternchen sind schon mal eine superior quality. Exceptional and masterful artifact. Okay, das heißt, so Sterne mit einem mittleren Kreis sind wahrscheinlich die besten. Hatte ich keins gesehen davon. Hier ist noch ein Bett. Das ist das mit dem Minus, das ist also nicht so dolle. Ach, guck mal, die Betten stehen schon. Das ist schon mal ein besseres Bett wie diese hier. Aber diese, das ist immer noch kein Zweck, ne? Das kann man nur die Sichtbarkeit ändern. Hier kann man es wegmachen, aber es wird nicht weggemacht. Ich weiß nicht, wie ich sie wegkriege, sorry, aber. Kann ich denn hier? Aber das ist Dump, ja, und es wird nicht gedumpt, das ist das Problem. Ich verstehe es nicht.
komme nicht dahinter. Er ist jetzt hier in einem Raum reingegangen. Das ist die Frage, was er jetzt hier macht. Er ist ziemlich unglücklich da drin. Auf jeden Fall wird jetzt hier was aufgeräumt. Wall Smoothing wollte ich nicht. Ich will einfach nur eine Wall setzen. Weil da fehlt noch eine. Construction Wall. Hier muss noch eine Wall hin. Ach so, da müssen wir auch noch die Qualität der Wände rauswählen hier. 84 Slate Blocks. Ist noch irgendwas mehr? Ich glaube nicht, ne? Machen wir den dahin. Hier wird jetzt ausgehoben. Das heißt, da kann auch dann eine Tür hin. Hier ist Doors. So, da muss eine Tür hin. Die sind alle schlecht. Die sind auch schlecht. Hier unten sind wenigstens so ein paar gute Türen, ne? Da ist auch noch eine gute Tür. So, diese Tür muss weg. Es macht aber keiner die Türen weg, das ist doof. Ach, hier ist noch nichts gebaut, die laufen immer noch durch. Da liegt sogar eine Copper Pick, ey. Ich stelle mir gerade die Frage, warum sie das nicht bauen. Sie können hier diagonal durchlaufen, aber sie können es nicht bauen. Komisch. Muss ich dann erst hier einen abreißen oder was? Dass das geht. Bleibt mir vielleicht nichts anderes über. Nee, das ist nicht das. Kann ich das so abreißen? Nee. Wie kriege ich das abgerissen? Kann mir das einer sagen? Also das hier ist ja... So, das können wir alles hier, glaube ich, so machen, ne? Das geht nicht, weil das eine richtige Mauer ist. Machen das jetzt schon welche? Ja. Die Wände werden jetzt schon geglättet. Und da wird jetzt der Boden geglättet auch. Also okay, das wird dann noch schicker. Sieht man das nachher ordentlich? Ja. Ja, sieht gut aus dann, oder? Dann machen wir das, dann sind die in den Räumen bestimmt viel zufrieden, viel glücklicher. Was mache ich jetzt mit diesem Feld hier? Ich muss diese Wand abreißen, ne? Nee, da war das nicht. Geht das? Nö. Ich habe keine Ahnung, wie ich das abreiße. Aha, da, jetzt habe ich es gefunden. Ich glaube, das müssen wir mal abreißen, damit die diese zwei Sachen da bauen können. Kann das sein?
Also der blinkt jetzt, es muss ja einer kommen und das abreißen, oder? Ah, da ist er. Und jetzt macht das auch da. Und jetzt können diese doch gebaut werden, oder? Ich will's hoffen. Blinkt aber noch nichts. Also diese Räume sehen ja schon mal schick jetzt aus, ne? Construction suspended. Machen Sie das jetzt? Ja, er ist fertig. Das bedeutet, jetzt können wir die andere Wand auch wieder bauen, oder? Da hatten wir das mit den. Slate Blocks hier oben. Ne, warte mal, da ist noch nicht fertig. Das heißt, da müssen wir erst noch warten, bis das fertig ist. Ah, jetzt ist es gerade fertig geworden. Super. Das heißt, jetzt kann ich hier auch die Wand bauen. Ach, Slate sieht so aus. Ah, ist ja auch nicht schön, was ich da gerade baue, ne? Ja, ist halt so. Dann lass uns noch ein paar Türen draußen machen, glaube. Gehen wir mal dahin. Hier war doch irgendwo. Oder nee, den haben wir schon reingeholt, glaube, ne? Half Dwarfs, ne? Ah, jetzt habe ich gerade den Typen erwischt. Stoneworker. Carpenters. Make bed. Und repeate das mal bitte ein bisschen. Jetzt wäre noch schön zu sehen. Da ist ein Plus dran. Da ist nichts dran. Plus dran. Hatten wir schon. Plus dran. Nichts dran. Nichts dran. Nichts dran. Aber man sieht jetzt hier nicht die Qualität gerade, ne? Okay. So, wir könnten jetzt. Die Türen sind ja aus Stein. Na, jetzt habe ich wieder eine Person erwischt. Add new task. Build Doors, Make Blocks und Make Doors. Sollen wir erstmal Doors machen, ne? Blöcke sind hier sowieso schon reichlich drin, ne? Dann wissen wir schon gar nicht mehr, wo wir die hinmachen sollen. Gut. Sieht erstmal soweit besser aus. Holz hatten wir ja draußen genug. Das Lager war hier unten jetzt auch wohl voll. Ja. Es liegt aber hier auch noch Holz, ne? Nee, Andesit Boulder, das ist kein Holz. Haben sie wohl schon weggeräumt. Okay, da sind ganz viele Blätter. Gut, die Hühner sind alle hier drinnen. Aber hier sind keine Nestboxen, ne? Ah, wo waren die denn noch? Jetzt weiß ich das nicht mehr. Nee, hier waren sie nicht, oder? Unter Workshops und dann Farming, oder? Nestbox. Jetzt speichert er gerade ab. Jetzt nehmen wir eine Nestbox. Haben wir da ausgewählt? Ja. Ah, wir müssen erst welche bauen. Okay. Ich dachte, wir hätten noch welche. Wo waren die zu bauen? Gute Frage wieder, ne? Carpenters Workshop. Make Bed. Waren die hier? War das alphabetisch sortiert? Wohl nicht, ne?
Stonewalker. So, hier geht's ja noch runter. Nee, war das auch nicht. Craft Drafts Workshop. Der kann auch hier noch mehr machen gleich. Ja, jetzt weiß ich wieder nicht, wo die gebaut werden, ne? Das hat ja wieder gut geklappt, ne? Aber was baut er jetzt hier? Der soll mal aus Rock was machen. Rock Figurine and Repeat. Ist das auch ein Crafters Workshop? Ne, ist ein Stoneworker. War ich jetzt hier drin? Ja. Ja. Die wurden jetzt nicht hier gemacht, oder doch? Make Cheese. Milk Animal. Ich weiß es nicht mehr, wo ich die wieder gebaut habe. Da müsste ich jetzt in den Kommentaren wahrscheinlich suchen nach. Dann würde ich das rausfinden, ne? Carpenters Workshop. Oh Mann. Nein. Da ist das wieder nicht. Okay, kommt vielleicht ein Kommentar von euch, vielleicht auch nicht, oder ich muss es so raussuchen. In der nächsten Folge werde ich es wissen. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben, auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.